lass uns treiben, wenn wir uns im Gras verführen und unsere Schatten sich vereinen, dann wird uns nichts passieren. Lass uns lieben, damit wir nicht erfrieren. Heute Nacht, nur heute Nacht. Selbstmordanschlag in Jerusalem, bei dem 7 Israelis getötet wurden. Das reparierte Hubble-Weltraumteleskop hat nach Angaben der NASA aufsehenerregende Bilder geliefert. Darauf sei der Zusammenstoß zweier Galaxien zu sehen, teilte die US-Raumfahrtbehörde mit. Biotechnologie sei die Schlüsseltechnologie des Jahrhunderts. Zur moralischen Verantwortung gehöre auch, sich um Arbeit und Wohlstand zu kümmern. Diese sozialethische Dimension dürfe nicht vergessen werden. Sevilla, eine Geisterstadt. Hier geht es jetzt um zigtausend von Menschen. Panik auf den Straßen. Prinz Konstantin der Niederlande und Laurentin Brinkhorst haben heute Mittag in Den Haag kirchlich geheiratet. Der jüngste Sohn der niederländischen Königsfamilie und die Tochter des Landwirtschaftsministers gaben sich vor zahlreichen Vertretern von Fürstenhäusern das Jawort. Schön ist die Welt.